Moin! Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wann immer ihr dieses Video seht, seid ihr grüßt zu einem neuen Video. Ja, und wie das schmeckt, was das ist, bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Bis dann! So, ja, lang ist her, sind jetzt ein paar Tage vergangen und jetzt geht es weiter mit den Tests. Wir haben hier von der Degusta-Box einmal von Öls Meisterbäcker Mini Butter-Croissants. Und ja, aus Österreich, Alpenbutter aus Österreich. Müssen wir mal schauen, wo der herkommt. Ja, aus Österreich direkt eine Firma. Und nun wollen wir das mal aufmachen. Ja, es riecht wie so, ja, Croissants eigentlich riechen sollten. So sehen sie aus. Und jetzt werden wir dies ganz normal probieren. Naja, gut. Sie schmecken ein wenig trocken, sehr trocken. Sind auch nicht sehr frisch. Sind eher so, ja, pappig. Und ich sage mal, ohne Aufstrich würde ich die jetzt nicht unbedingt, ja, empfehlen, weil geschmacklich sind sie doch ein bisschen, ja, lasch, sage ich mal. Und Butter schmeckt man zwar ein bisschen raus, aber so richtig. Ja, also von mir bekommen die jetzt hier von 5 Sternen 3 Sterne. Mehr leider nicht. Aber wir haben ja noch, wenn ihr da noch das wisst, wir haben ja noch das Pflaumenmus. Und da werde ich die dann mal mit Pflaumenmus probieren. Mal sehen, wie es dann da ist. Das war jetzt erstmal dieses Video hier über diese Buttercroissants. Und ach so, ja, Originalpreis UVP sind 3,19 €. Ganz ehrlich, für 3,19 € würde ich mir dieses Paket hier nicht kaufen. Nö, das ist mir ehrlich gesagt für so wenig Kram ein bisschen zu teuer. Da gibt es bei Penny Aufback-Croissants, die holen wir uns immer. Die sind wesentlich besser, schmecken wesentlich besser, sind auch nicht so trocken und matschig, sondern die sind schön, ja, fluffig, weich, sind geschmacksintensiv, intensiver wie die hier. Und kosten bei weitem nicht so viel. Okay, das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.